Angela Merkel, die neue Vorkämpferin für die Energiewende, war eine der ersten auf der Regierungsbank im Bundestag. Die Kanzlerin weiß, angesichts der Katastrophe in Japan und den Landtagswahlen in Deutschland findet längst ein vor kurzem noch undenkbarer Wettstreit statt. Wer ist der größte Atomkraftskeptiker und wer der überzeugteste Anhänger erneuerbarer Energien? Merkel hat vor allem akustische Schwierigkeiten, ihre plötzliche Kehrtwende zu erklären. Es ist eine neue Lage. Und wenn Sie, darf ich mal bitte, im Augenblick rede ich, es ist eine neue Lage. Die Opposition warf Merkel vor, die Aussetzung der Laufzeitverlängerung nicht per Gesetz im Bundestag zu regeln. SPD-Chef Gabriel sprach von Kumpanei mit der Atomwirtschaft. Mit Herrn Hennenhöfer haben Sie ausgerechnet einen Cheflobbyisten der Atomwirtschaft zum obersten Aufseher der Reaktorsicherheit in Deutschland gemacht. Frau Merkel, der ist bis heute im Amt. Der soll jetzt die Sicherheitsüberprüfung vornehmen, die er vorher verhindern wollte. Wenn Sie auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit zurückerobern wollen, dann müssen Sie den sofort entlassen. Das ist das, was wir von Ihnen verlangen. Sie werfen der Regierung und auch mir persönlich vor. Sie werfen uns Täuschung, Tricks, mehr oder weniger Rechtsbruch und natürlich Wahlkampftaktik und Ähnliches vor. Ja, meine Damen und Herren, schauen Sie sich das genau an. Ich halte das für absolut der Aufgabe entsprechend nicht angemessen. Ich finde, dass Ihre Art und Weise der Argumentation absolut respektlos ist, meine Damen und Herren. Merkel griff die Opposition scharf an. Sie forderte mehr Unterstützung für Infrastrukturprojekte, die für die Energiewende nötig seien. Hierfür müssen alle, die den Ausbau der erneuerbaren Energien wollen, um mehr Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort werben. Und das ist schlicht und ergreifend heute hier nicht der Fall. Die einen werben, die anderen sind dagegen, wo immer das geht. Oder spielen auf Zeit und sagen, man muss lange drüber diskutieren. Jetzt reicht's aber. Verstehen Sie, Sie wollen doch. Also wann es reicht? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aussprache ist wie vereinbart im Anschluss an die Regierungserklärung vorgesehen. Wann es reicht, Frau Künast, entscheidet die Fraktion in der Frage, wie viel Redezeit sie mir gibt. Aber ansonsten haben Sie das nicht zu entscheiden. Das ist auch gut so. Gucken Sie sich mal Ihre Parteitagsbeschlüsse an. Gucken Sie sich mal Ihre Parteitagsbeschlüsse an zu der Frage des Ausbaus der Stromtrassen. Grünen-Fraktionschef Trittin wandte sich in dieser Frage mit einem eindringlichen Appell nicht nur an Schwarz-Gelb. Das ist unbequem. Unbequem für Sie, weil Sie Ihre Blockade der Windenergie in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg endlich aufgeben müssen, wo weniger als 1% des Stroms aus Windenergie erzeugt wird. Es ist unbequem für die FDP, Herrn Lindner, und auch für manche Sozialdemokraten, die meinen, damit könnte man wieder in die Kohle kommen. Kohle wird den Ausbau erneuerbarer Energien ausbremsen und deswegen geht das nicht. Es ist unbequem für die Grünen, weil es geht jetzt nicht mehr um das Ob, sondern nur noch über das Wie von mehr Strom aus Biogas. Es ist unbequem für uns alle, weil wir Leitungen bauen müssen und Pumpspeicherkraftwerke errichten müssen. Ja! Wir alle werden uns mit unseren Parteien vor Ort darüber auseinandersetzen müssen. Es war eine hitzige, zuweilen aber auch nachdenkliche Debatte. Eines ist nach der Atomkatastrophe von Japan jedenfalls klar. Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen höchstens im Wahlkampf. Für eine konsequente Energiewende müssen alle zusammenarbeiten.